Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch alle meine Dressed to Kill Pressungen von KISS und ich würde sagen, wir starten direkt nach dem Intro. Starten wir mit dieser Version. Das ist nämlich eine aktuelle, ich sag mal, Neupressung. Ihr seht es schon, das KISS-Logo ist die deutsche Variante und hier an der Seite ist das ganze KISS-Logo so eingeprägt. Das ist hinten und vorne so gemacht. Finde ich wirklich sehr, sehr schick. Es gibt auch eine alte Variante mit dieser Einprägung. Finde ich sehr, sehr cool. Was ich nice finde bei der Nachpressung oder Neupressung ist, dass wir hier das Logo in Blau haben, das alte Casablanca-Logo. Finde ich sehr, sehr cool. Schöne Pressung, aktuell neu zu bekommen. Ist jetzt, glaube ich, sogar gerade bei Judas Cover Store reduziert auf 14,99. Da habe ich sowieso all meine Nachpressungen gekauft für den Preis von 14,99, als sie alle reduziert waren. Da kann man echt nichts falsch machen. Dressed to Kill, eines meiner ich sag mal, nicht so Lieblingsalben, obwohl ein paar coole Lieder drauf sind. Room Service ist gut, Two Timer, Ladies in Waiting, Getaway, dann haben wir Come On and Love Me, natürlich ein cooles Lied, Anything for My Baby, ja, Love Her All I Can und natürlich ist da Rock'n'Roll All Night drauf, der Klassiker von KISS, der in keinem Konzert am Ende fehlen darf. Trotzdem jetzt nicht mein Lieblingsalbum, obwohl schöne Songs drauf sind, höre ich das jetzt nicht ganz so oft. Aber cooles Album, das Motiv sehr, sehr cool. Damals Gene, der sich einen Anzug geliehen hat, der nicht in seiner Größe war, damit er überhaupt einen Anzug für das Foto hat. Man sieht es, die Beine sind ein bisschen zu kurz. Ulkiges Foto, irgendwie kultig und es ist natürlich ein, ich sag mal, legendäres KISS-Album. Gehen wir weiter zu einer alten, ich sag mal, wahrscheinlich US-Pressung. Ihr seht es, das Ding ist schon ordentlich mitgenommen. Davon habe ich zwei. Die unterscheiden sich wirklich minimal in der Bedruckung des Labels. Und das zeige ich euch einmal ganz kurz. Ich hole jetzt nämlich das andere nicht raus. Das Label ist bei dem anderen hier so ein bisschen höher reingedruckt und das ist aber auf derselben Höhe. Und das hier ist auch weiter oben gedruckt. Also es unterscheidet sich minimal in der Schriftart und dass dieses GEMA und NB7003 weiter nach oben geschoben ist. Deswegen behalte ich auch diese andere Fassung. Ist jetzt eigentlich nichts Weltbewegendes, aber ich habe halt einfach einen Unterschied gesehen und dachte mir, okay, ich behalte beide Pressungen. Es ist eine deutsche Pressung, wenn ich das richtig sehe, Germany, aber noch mit dem alten, mit dem Original-Logo. Ich habe keine Ahnung, wo da jetzt der Unterschied ist. Ist das hier auch, in Germany hier, manufactured and distributed by Bellafon Germany. Also das, ich keine Ahnung, inwieweit das hier mit den Pressungen, also es ist keine US-Pressung, wie ich eben sagte, sondern anscheinend eine deutsche Pressung. Auch hier oben steht ja auch als Musikkassette erhältlich. Also das ist definitiv deutsch, hat aber noch das Originallogo. Also demnach fehlt mir eigentlich eine richtige US-Pressung. Das ist, glaube ich, dann die mit dem ausgeprägten Logo, bin ich der Meinung. Habe ich mich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Müsste ich wahrscheinlich mal machen. Dann kommen wir zu einer etwas selteneren Pressung habe ich durch Zufall neulich erst auf dem Flohmarkt bekommen. Wollte jemand anders eigentlich schon kaufen. Ich habe ihn angefleht, dass er mir die überlässt und Gott sei Dank hat er es getan, weil diese Fassung mir noch fehlte mit dem normalen S. Da gibt es nicht allzu viele von Rock'n'Roll Over. Ich hatte schon mal in einem anderen Video drin, da habt ihr mir schon oft gesagt, welche da wirklich alle zu kriegen sind. Alive gibt es definitiv und ich bin der Meinung, Destroyer, genau, und zwar noch irgendeins. Auf jeden Fall ist da dieses Logo. Das Ganze ist eine hier amerikanische Pressung. Schreibt mir da gerne rein, wenn ich da falsch liege. Ich gucke gerade mal oben, obwohl, nee, hier oben steht dann wieder Köln. Scheint dann auch eine deutsche Pressung zu sein. Wie sich das immer so zusammensetzt mit den ganzen Pressungen, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Da bin ich nicht so der
Oberprofi, aber hier haben wir ein blaues Label auf der Scheibe, da seht ihr es gut, ist natürlich schwarzes Vinyl und ich habe da noch eine sehr, sehr schöne Fassung, die kaum Kratzer hat, also die ist wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand. Innenhülle habe ich natürlich ausgetauscht, die Original-Innenhülle habe ich hier trotzdem noch drin, manchmal sind da ja so Nummern drauf gedruckt, so wie hier, habe ich drin gelassen, aber die ist schon ein bisschen vergilbt und ich habe dann die Innenhülle ausgetauscht. Ja, das war es eigentlich schon mit den deutschen Pressungen soweit, mit den ehemaligen Originalpressungen. Jetzt kommen wir zu einer Bootleg-Pressung, die in letzter Zeit auch so ein bisschen den Markt überfluten. Das sind halt Pressungen, wo das nochmal neu aufgelegt ist, sehen aber aus wie Originale. Ihr erkennt es allerdings am farbigen Vinyl, weil da ist jedes Mal irgendwie ein komisches Farbvinyl drin. Dress to Kill, die hier ist so komisch wischiwaschi gelb. Und was dann noch den großen Unterschied macht, ihr habt auch immer, was ich sehr cool finde, ein Poster mit dabei. Unten das Negativbild, oben dann das normale Bild als so Doppelposter. Finde ich sehr, sehr cool. Ich mag diese Bootleg-Varianten sehr gern. Viele finden das ja nicht toll, wenn solche Sachen da Bootleg-mäßig aufgelegt werden. Mir ist das persönlich völlig Wurst. Ich glaube, KISS ist geldlich da nicht in den Nöten, dass sie da Probleme kriegen, irgendwann ihr Essen nicht mehr bezahlen zu können, nur weil irgendwelche Leute irgendwelche Schwarzpressungen machen. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde die wirklich sehr gelungen. Das Vinyl sieht schön aus und man hat hier mal eine wirklich saubere Fassung auch von dem Album mit dem Poster. Dann kommen wir zu den Auslandspressungen. Da werden jetzt einige sagen, ist doch das deutsche Logo drauf. Ja, aber es ist eine brasilianische Pressung. Sehr, sehr stark unterscheidet die sich hier durch das Including Rock'n'Roll All Night, was hier richtig drauf gedruckt ist. Kein Sticker oder irgendwas, sondern drauf gedruckt. Die Qualität des Covers ist so ein bisschen anders. Das Teil auf jeden Fall auch, ich sag mal, ein bisschen seltener. Hol das mal raus. Das Vinyl ist sehr, sehr dünn, also sehr, sehr wabbelig. Und so sieht das Label auf der Scheibe aus. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Also auch das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, von der Qualität her nicht ganz so gut wie die Originallabels. Aber trotzdem, schönes Teil. Ich bin froh, die zu haben. Ist eh eine Platte, die ich jetzt nicht abspiele, sondern die eher so ein Sammlerstück ist. Abspielen tue ich dann, wenn immer die Standardfassung oder Neupressung, wenn ich mal so eine Platte auflegen möchte. Der Rest ist wirklich eigentlich nur Sammelbedarf. Kommen wir zu den Japan-Pressungen. Und da habe ich natürlich auch eine mit Obi. Und das Ganze sieht so aus. Hülle ist wieder etwas dicker bei den Japanern. Ist wieder so dickere Pappe. Innen drin kommt das Ganze natürlich mit einem Einleger, der immer bei den japanischen Platten dabei ist. Da seht ihr es. Japanische Schrift und irgendwo geht das Ding auch zu öffnen, glaube ich. Da haben wir die Titel in Englisch und also die Songtexte und Japanisch drin. Sehr, sehr cool. Und das Ganze natürlich auch noch mit diesen Kunststoff-Innenhüllen, was ja bei den Japanern immer ist. Und da kommt die Scheibe dann mit blauen Label. Und da seht ihr es und die sind auch immer von der Qualität her etwas dünner, sollen ja aber wohl super gut klingen. Ich muss gestehen, ich habe noch keine japanischen mit einer anderen Pressung jetzt irgendwie verglichen. Müsste ich vielleicht mal machen, ob das wirklich so ist. Ich persönlich mag hier halt immer die Einleger. In dem Falle ist der Einleger jetzt nicht das Highlight, weil keine Bilder drin sind, aber oftmals sind auch mal kleine Bilder drin. So, zu guter Letzt habe ich hier zwei Israel-Pressungen und die sind wirklich richtig nice. Die habe ich hier neulich mir gekauft, ist in einem besseren Zustand. Die hat nämlich schon einen fetten Seam-Split, genau an dem Part hinten, wo das Dress to Kill drauf gedruckt ist, die Schrift. Da seht ihr es, das ist leider bei der anderen komplett durchschlagen und die andere hat von der Pressung her, von dem Bild der Scheibe, ist die irgendwie ein bisschen heller. Ich glaube nicht, dass sie ausgegilbt ist. Ich glaube wirklich, dass das unterschiedliche Varianten sind, weil jetzt kommt der Clou. Ich drehe das Ganze mal um. Und da sollte es sehr deutlich zu erkennen sein. Hier haben wir so einen Finger-Cutout, um die Platte rauszunehmen. Und das hat die Version nicht. War ich sehr erstaunt, dass die wirklich sich unterscheiden, weil der Rest ist dann doch relativ identisch. Und ja, hier sieht man halt, wo das Ganze dann irgendwie manufactured wurde in
Hataklit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das die israelische Pressung und die holen wir natürlich auch mal raus. Bei der anderen ist auch so ein Kunststoffteil drin wie bei den japanischen Platten. Aber die Platten sind wirklich hier dann doch identisch. Da haben wir das Label. So sieht das Ganze aus. Und das ist die israelische Fassung. Auch da habe ich eine sehr, sehr schöne Vinyl-Variante, die wirklich kaum Kratzer hat. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit die vom Flohmarkt hier. Die ist doch ein bisschen heftiger. Ich habe die damals fast liegen lassen, weil derjenige irgendwie relativ viel Geld dafür haben wollte. Ich konnte das Ganze nachher noch ein bisschen runterhandeln. Und ich hatte meine Brille nicht mit und habe gar nicht gesehen, dass das irgendwie ja eine andere Fassung ist. Ich habe nur gedacht, mein Gott, die sieht so komisch gedruckt aus, die ist nicht vergilbt und dieser komische Button da oben drauf hat mich auch stutzig gemacht und dachte ich mir, nimm die mal mit, auch wenn sie ein bisschen teurer ist, das ist anscheinend irgendwas, was nicht standardmäßig auf dem Markt ist und siehe da, zu Hause habe ich es mir genau angeguckt und habe festgestellt, dass es eine israelische Pressung ist und die sind auch jetzt nicht gerade marktüberflutend zu bekommen. Ja, das waren meine Dress-to-Kill-Pressungen, die ich so besitze. Ich dachte eigentlich, ich habe auch noch die Picture Disc, allerdings habe ich die anscheinend damals mitverkauft. Ich habe ja mal eine Phase gehabt, wo ich einige Platten abgegeben habe, unter anderem eigentlich alle Picture Disc-Scheiben. Und da ärgere ich mich so ein bisschen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Demnächst bekomme ich ja eine sehr coole Sammlung und da werdet ihr mit den Ohren schlackern, genau wie ich. Und da sind einige sehr heftige Sachen dabei. Ich freue mich drauf, das auseinander zu pflücken und euch dann zu zeigen, Stück für Stück, weil da kommt einiges auf uns zu, auf euch und auf mich. Das wird wirklich der Oberhammer, was ich da an Kiss-Scheiben kriege, an Boxen und sogar noch ein paar Sachen, die nichts mit Vinyl zu tun haben, die ich euch dann trotzdem mal zeige von Kiss, weil da kommen echt ein paar coole Dinge. Demnächst zeige ich euch oder relativ schnell zeige ich euch in der Woche noch die neue Machine Head. Diamonds in the Rough ist endlich da. Ich habe ein Video dazu gemacht, dass es eine neue Fassung da gibt, ein neues Vinyl zu 30 Jahre Burn My Eyes. Das kommt, die ist nämlich angekommen und die sehen mega aus. Da ist eine Vinyl-Variante, die finde ich so krass. Das müsst ihr euch echt angucken. Eins der schönsten Vinylscheiben, die ich bisher so gesehen habe von der Färbung. Mega geil. Auf jeden Fall bin ich durch. Lasst einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und ein Abo, wer es noch nicht getan hat, wer gerne mehr über Vinyl im Metal-Bereich sehen möchte und auch besonders von Kiss. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, damit bin ich raus. Keep on rocking. Tschüss.